Moin Moin, willkommen zurück zur weiteren Runde von Legion TD2 im 4 gegen 4 Modus. Wir spielen heute mal eine der Fraktionen. Und zwar fangen wir mit Elementen an. Welcome to Nova. Ja. Ich spiele zwar sonst immer Mastermind und habe zufällige Einheiten, aber man können auch die einzelnen Legionen spielen. Deswegen machen wir das einfach mal. Weil da habe ich noch kein Video zu gemacht. Das heißt, wir machen hier einen Mudman Start. Ich werde noch mal ein bisschen weiter hinten platzieren. Zack, fertig. Ja, die Einzelfraktionen, da hat man immer die gleichen Einheiten, weil die eben dazugehören. Na, Elemente habe ich jetzt genommen. Das heißt natürlich, wir haben den Mudman als Erde. Windfalke als Wind, Wassergeist als Wasser, das ist universal. Ja, und so zieht sich das durch, Feuerfürst. Wir haben auch einen Reroll, weil es auch mehr Einheiten gibt, als man hier in der Leiste hat. Das heißt, wir können später einfach mal einen Reroll machen, gucken, was wir noch so kriegen. Aber es gehört immer alles zu der Fraktion dann dazu. Das ist der Deal dabei. Und man kann, ja, ich würde sagen, trotzdem verschiedene Spielweisen an den Tag legen. Je nachdem, wie man mit denen umgeht. Jetzt habe ich den Mudman gebaut. Na, ich hätte auch jetzt mit dem Windfall starten können. Fiesta beispielsweise. Wäre alles möglich gewesen. Aber wir bleiben erstmal dabei. So, jetzt haben wir den Windfalken. Den können wir hier ganz gut in den Split packen. Und mit Elementaren haben wir einen guten Schaden. Die Protonen sind auch nicht schlecht. Feuerfürst in den Split. Jünger sind auch gut. Passt alles. So, Schnecke bekommen. Drüben ist ein Green Devil und zwei Angler. Crab Lord. Metzger und zwei Angler. Und das ist schon fertig. Pyro. Oh, er hat ordentlich durchgelassen. Hat gar kein Autosender an. So. So. Sollte Outsend anmachen, sonst verliert er hier einiges. So, der Elementar tankt noch ein bisschen mit. Reicht vollkommen aus. Perfekt. So, wir gucken mal. Green Devil und ein Angler. Ja, da macht es keinen großen Unterschied, was wir jetzt schicken. Da ist hier noch ein paar Elementare rein. Dann ist die Wave aber sicher. Man sieht hier links in dem kleinen Symbol sogar, dass ich Elemente spiele. Ich habe zum Beispiel Super Fiesta genommen. Und ich habe hier Elemente. So, magischen Schaden ist hier ein bisschen schwierig. Da habe ich nur den Feuerfürsten aktuell.
Was halb so wild. Ich kann mit den Atomen noch ein bisschen was ausgleichen. Wenn es jetzt hier um die 5 geht zum Beispiel. Ich könnte auch einen Windfalken platzieren. Ja, das stimmt. Das machen wir auch. So. Zack. Dann können wir uns noch einen Worker leisten. Hat mir ein Unhold geschickt. Da muss man ein bisschen gucken, wie man sieht, wer wird hier der Elementar angegriffen, der andere ist schon tot. Es wird ganz gut verteilt, aber das heißt für mich, dass ich noch ein bisschen mehr was dran stellen muss, damit die nicht auf die Fresse kriegen. Der hat reingekackt. Das ist sehr gut. Dass wir keine Blut reinhauen. Oh, da haben einige verkackt. Ist nur ein bisschen, aber trotzdem ist es für die natürlich ärgerlich. So, wir könnten jetzt keinen Windfalken aufbauen. Aber ich kann noch einen hinstellen, den Golem verstärke ich. Und dann werden wir hier noch einen bauen. Stecke geht mit rein. Dann sollte es gut abgesichert sein, dass der nicht mehr angegriffen wird. Ja, geht sofort auf den Windfalken. Oh, er hat einen Robo geschickt und diese Wichtel. Um meine Windfalken platt zu machen. Ja, habe ich aber trotzdem gehalten. Ganz gut zumindest. Ja, hier wird's eng. Nee. Gerade so nicht. So. Go with the flow. For the abyss. So machen wir das. Kleines Upgrade rein. Das ist der Unterschied schon stark, wenn er jetzt die Fähigkeit noch hat. Macht schon sehr viel aus. Ich habe halt keine Arkane Verteidigung. Also bin ich auf Magie Waves immer schwach. Also die Verteidigung zumindest. Geblockt habe ich trotzdem gut. Ja, das wird auch blocken. Haben sich die zwei überlagert. Da haben wir ganz schön zu kämpfen. Wir blocken ganz gut. Und die nicht. Drop dead. Feel my sting. Machen wir hier ein Upgrade. Gucken wir mal, ob die Turtle noch ausgeht.
Aber er ist ganz unten, weil er Autos nicht aus hat. Da kriegt er das Bonusgold nicht. Der eine Limitar ist abgekackt, weil die natürlich Fernkämpfer sind. Da wir sehen die schneller an. Das haben wir gut geblockt. Auf 10 könnte man noch mal Fett schicken. Macht auf jeden Fall Sinn. Auf 9 nicht so sehr, wobei er hat auch keinen großartigen Schaden für die 9. Jetzt hier noch einen Madman bauen. Noch Elementar oben drauf. Das sollte passen. Dann hätte vielleicht jemand mehr verstärken sollen. Backline ist down. Mo ist natürlich gut gegen die Elementare. Aber sieht gut aus. Haben wir im Sack. Hier komme ich auch durch. Hat seine Elite auch schon nicht blocken können. Sehr gut. So, jetzt müssen wir schauen. Weil ich habe an sich nicht großartig viel für den Boss. Also werde ich den auf jeden Fall bauen. Werde hier nochmal mit dem Windfalken nachziehen. Ja, weiß ich nicht. Holen wir den Worker jetzt. Wir holen den Worker, wir verstärken die. Dann könnten wir ganz gut dabei sein. Und der Jünger ist schon wichtig mit seinem fetten Schatz. Ja, ohne den hätte ich es nicht geschafft. Sehr gut. Haben wir durchgedrückt. Noch mehr Worker für mich. So, jetzt können wir natürlich. Oh, der Magier ist gut, ne? Den nehmen wir. Zack. Ich pack den Feuerfürsten. Naja, vielleicht ein bisschen weiter nach vorne. So hin, weil das soll ja ein bisschen, das soll ein bisschen tanken. Zwei Atome aufwerten. Jetzt können wir mal den Roll machen. An sich wäre ein Pyros geil, also der Roll hat mir jetzt von anderen Legionen auch noch Einheiten gegeben. Die gehören zu den Mechs. Ich nehme die Pyros mit. Ich nehme die Pyros mit. Oh, Fürst des Todes.
So. Jetzt wollen wir aber erstmal unsere Defensive ein bisschen aufbauen. Damit wir auch länger durchhalten. Pyro ist unglaublich stark, natürlich. Zusammen mit denen noch mehr, weil die sorgen dafür, dass sie mehr Fähigkeitsschaden kriegen. Und der Pyro hat Fähigkeitsschaden. Und das bedeutet, dass Pyros noch fetter werden. Aber wer weiß, was wir hier noch alles bauen können. Aber wir können auch irgendwo reinhauen. Hier ist der Fürst des Todes. Okay. Hier machen wir dann Büros raus. Ich werte jetzt mal die Vögel hier auf. Das muss auch mal sein, damit sie dann ihre Fähigkeit auch nutzen können. Zwei Bloods noch mit rein. Hier ist ein Pack wieder angekommen. Ein Gerächerin war ganz schnell down. Magier Fürst des Todes. Ausgelöscht. Den haben wir ausgelöscht. Können wir noch ein paar Worker holen. So, ist unglaublich gut dabei. Magischer Schaden, die ist natürlich jetzt wieder schwierig. Da haben wir nicht so viel, was wir dagegen machen können. Deswegen werden wir hier upgraden, Den gehe ich ab und dann hole ich noch ganz viele Worker. Bin ich an sich gut ausgestattet. Dann durch nächste Runde die zwei Pyros. Und dann sieht es doch gut aus. Ja, soll ich halten. Gar kein Problem. Die haben ganz schön zu kämpfen. Wir könnten mal einen Kraken schicken. Das können wir machen. Auch ganz schön auf die Fresse. Zum ordentlich was durchgelassen. Das sieht doch gut aus. So, jetzt bauen wir die Pyros auf. Die verstärken wir, weil wir jetzt ein bisschen schwach sind auf dieser Runde. So, minus 300, aber ist nicht so schlimm. Kriegen wir auch zusammen 200. Cruise ist noch rausgekommen. Oh, 600. Das sind nur Drachen. Der Kraken hat extrem lange gehalten. Der hat viel gebracht.
Weil die Thanatos hier, die halten die ganzen Schüsse natürlich ab. Das ist ja keine Verteidigung zu stark. Schade. Hier leuchtet fast alles. Sie haben alle Magier genommen, weil sie die Crab Lords haben. Ja, wir können ruhig noch ein paar Locker aufbauen. So, jetzt kümmern wir uns hier um die Jünger. Genau so machen wir das. Müssen noch die upgraden, dann ist das mega fett. Und das mache ich direkt nächste Runde. Das Bild ist ganz schön schwach. Aber es scheint zu funktionieren. Drei Einigkeiten, Robo und ein Stichler. Das werde ich wohl nicht schaffen. Fast alles geklärt trotzdem. Hat noch kein Kingpin, aber er hat so viel arkane Verteidigung. Er hat so viel magischen Schaden, das heißt nächste Runde wäre optimal. Noch rausgekriegt? Nee, er hat einen Drachen geholt. Ja, es sollte reichen. Glocke holen. Mit rein. Irgendwie so. 1180. Der schickt uns aber ordentlich. Ich könnte es schaffen, ich habe ganz gut mehr gebaut. Ja. Und durch den Starcaller sieht es nochmal ganz anders aus. Bei ihm bin ich durchgekommen. Jetzt kann ich ordentlich Worker noch nachlegen. Sehr schön. So. Mal ein paar Upgrades. Ich werde jetzt keine Worker mehr holen. 100 reichen voll und ganz. Mismarsch.
Das hat gesammelt. Jetzt wird gesammelt und dann geht's weiter. Also bei mir sind dann Kraken sehr wichtig. Die Verteidigung muss ich durchbrechen. Können wir noch irgendwas upgraden? Den könnte ich noch upgraden. Wir machen das. Dann machen wir hier Mega Star Caller Fire und schießen übelst die Energiekugeln ab. So wird das was. Hat 380 nochmal geschickt. Aber das halte ich locker, ist gar kein Problem. Ich bin gut drüber. Mit 1400 bin ich schon echt stark dabei. Und deswegen machen wir einfach noch dann machen wir die wieder weg, dann können wir die noch upgraden. So. Das sieht doch gut aus. Was hat er jetzt geschickt? Holy shit. Macht die ganze Zeit kein Autosend, ist jetzt ganz unten. Dafür hält er aber ganz gut, muss ich sagen. Dann schickt er einfach Solo. Ja, wird ja doch einer Solo geschickt. Phönixe. Alle in eine Reihe gestellt. Ist vielleicht ein neuer Spieler, wer weiß. Gucken wir mal. Ist ein neuer Spieler. Okay. Es hört mir noch ein bisschen auf. Zack und zack. Das sieht doch ganz gut aus. Auch wenn ich nicht so viele Tanks habe. Weiß ich jetzt nicht, ob wir die 22 schicken sollen. Wir könnten. Machen eine Dreieinigkeit rein und dann machen wir Kraken rein. Hexen. Hexen für seine Fürsten des Todes. Der hat ganz schön zu kämpfen. Hat die Kingpins eigentlich jetzt mal aufgebaut? Ja. Vier davon. Und den ganzen Kreis voll Hades. Gebieterinnen. Mach mal ein Voreis rein.
wir haben auch gut gebrauchen können gegen die Kingpins und die Gebieterinnen. Let's 3040. Ganz viele Stichler. 3180 hat er bekommen. Aber ich glaube, er ist weiter unten. Ich habe weniger. Ja, ich werde ganz schnell verkackt, meine Frontline ist schwach. Okay, bei ihm bin ich jetzt auch durchgekommen mit meinen Kraken. Da leben sogar noch welche. Der ist auch weg. Das sieht gut aus. Der wird halten. Und das wird uns das Game gewinnen. Bei er blockt es 4 ab und hier kommt die 4er Welle. Perfekt. Victory. So will man das doch sehen. Ja, das war eine weitere Runde Legion im 4 gegen 4 Modus, diesmal mit Elemente. Lasst gerne ein Like, ein Abo da, wenn ihr mehr sehen wollt. Schaut doch gerne bei den anderen Videos vorbei. Zum Beispiel hier, ist ein bisschen älter, aber da habe ich 1000 Ratten gehabt. Schaut es euch gerne an. Bis dahin, entspannten Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.